So, hallo, also heute muss ich mich ja doch nochmal zu Wort melden, weil ich ja was Hanebüchendes wieder gehört habe im Fernsehen heute. Und zwar die Friedrich-Ebert-Stiftung hat festgestellt, dass jeder Zweite immer mehr, also gegen Ausländer ist, gegen Zuwanderung. Und ist, dass die Mitte verloren gegangen ist in Deutschland. Und das sagen die im Fernsehen tatsächlich, dass also die Demokratie in Gefahr ist in Deutschland, weil eben die Leute gegen die Zuwanderung sind und immer mehr nach rechts und damit, also immer mehr von der Mitte weg nach rechts gehen. Und ihr wisst, ich bin mit Sicherheit nicht rechts. Aber jetzt muss ich doch mal sagen, wenn jemand der Meinung ist, dass also das Land, dass er gegen die Zuwanderung ist, dann muss er auch gleich rechts sein. Hallo? Wenn ich also gegen den Mainstream schwimme, also gegen die Masse, gegen die Meinung der Friedrich-Ebert-Stiftung, dann bin ich gleich auch rechts. Dann bin ich auch gleich nicht demokratisch. Nur weil ich vielleicht andere Meinung habe. Dann muss ich ja sagen, liebe Friedrich-Ebert-Stiftung, ist das auch demokratisch? Ich denke, in einer Demokratie dürfen auch viele Meinungen sein und viele Meinungen kommen dann zusammen und man tut da draus dann aus diesen vielen Meinungen dann eben eine abstimmen und die Mehrheit gewinnt halt dann. Aber gleich zu sagen, dass die, wo anderer Meinung sind, wie die Friedrich-Ebert-Stiftung, die ja SPD nahe ist, oder dann gleich rechts sind oder gleich Undemokraten sind, das finde ich aber sehr, sehr, sehr zweifelhaft. Und ich denke, da müsste man mal drüber diskutieren, demokratisch drüber diskutieren, ob das so richtig ist. Es kann ja viele Meinungen geben, weil da müssten ja viele Millionen Menschen in Europa alle rechts sein. Viele, viele Menschen in Europa, keine Demokraten. Mit solchen Leuten sind wir in Europa zusammen. Leck mich fett um. Friedrich-Ebert-Stiftung, seid ihr überhaupt demokratisch? Oder neigt ihr schon, in eine Diktatur abzugleiten? In eine sozialdemokratische Diktatur, in der nur noch eine Meinung gilt. Und diese Meinung ist richtig. Und jede andere Meinung ist falsch. Ich bin der Meinung. Ich bin nicht dagegen, dass man Leute, die aus irgendwelchen Nöten oder irgendwas zu uns kommen nach Deutschland, die man die zurückweisen sollte. Aber ich bin der Meinung, dass man da drüben mit den Menschen diskutieren sollte und nicht einfach alle ins rechte Lager stellen soll. Pfui Teufel, das ist auch nicht demokratisch. Pfui Teufel. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Pfui Teufel, sage ich da.